Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von dem Kanal. Auch dieses Mal He-Man and the Masters of the Universe. Aber jetzt stimmt's wenigstens mal, nämlich die Cartoon Collection. Ich habe schon in einem vergangenen Video gezeigt, dass ich die beiden Herren von meiner allerliebsten Frau zum Geburtstag bekommen habe. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Man sieht, die sind von Smith Toys. Die sind, also ja, die ist von Amazon, diese Teeler. Ja, es ist irgendwie schrecklich, wie die Verpackungen ankommen. Ja, es ist ein ganz großer Graus. Und ich möchte mir heute die Teeler im Detail anschauen, ja. Ich habe ja eigentlich von Smith Toys für meine Tochter auch Ostergeschenke bestellt, ja, und das ist, wenn man das Video zeitnah anschaut, jetzt Ostern einen Monat her. Das Paket wurde angeblich zugestellt, ich habe es nicht bekommen. Jetzt habe ich vorgestern habe ich Bier online bestellt, ja, als alter IPA-Trinker. Auch dazu gibt es ja auch ein Video auf diesem Kanal, hat nur keiner angeschaut, wahrscheinlich, weil IPA für alle anderen ekelhaft ist. Jedenfalls, auch hier bitte, ich bekomme die Nachricht, das Paket wurde mir persönlich zugestellt. Ja, aber nichts da. Ich ziehe mich an, lauf runter, ich bin zufälligerweise im Homeoffice, steht das Paket im Stiegenhaus zur freien Entnahme. Und ich befürchte, auch mein Smith-Paket ist zur freien Entnahme gestanden. Und dort wäre drin gewesen, nämlich ein He-Man. Ja? Also der fehlt mir noch. Und ich bin ja, das wissen vielleicht viele nicht, ja, also alle drei Zuschauer wissen nicht, ich bin eigentlich ein großer Filmation-Fan. Ja. Ich bin über die Hörspiele, über den Zeichentrick, nur über wenige Folgen, ja, in der Sascha Heen-Synchron-Version, nämlich großteils, und das Geheimnis des Zauberschwerts halt mit Norbert Langer, humanisiert worden. Ja. Insofern schlägt mein Herz für Filmation. Ich mag das Design, ich mag auch diesen reduzierten Look. Und ich habe bis heute es nicht geschafft, mir alle Folgen anzuschauen. Ich bin vor allem eher ein She-Ra-Fan. Ich bin ein wahnsinniger Fan des She-Ra-Cartoons. Den fand ich immer interessanter, spannender, aufregender, bessere Geschichten, bessere Charaktere etc. Egal, ja, das ist also jetzt Mattels Versuch, die Club Grayskull-Reihe noch einmal ins Leben zu rufen, zu revitalisieren und zu relaunchen. Club Grayskull habe ich alle Figuren, habe sie nicht ausgepackt. Schauen wir mal, die sind ja größer und wahrscheinlich auch teilweise schöner. Ich habe sie jetzt nicht bei der Hand zum Vergleich, aber oh, können diese Augen lügen? Ich meine, hallo, das ist ja ein, also ich finde die Figuren eigentlich sehr, sehr schön. Ich finde die Teeler auch großartig. Und ich will mir jetzt das erste Mal eine Cartoon Collection He-Man-Figur aus der Nähe anschauen. Ja, hinten, ich habe es eh schon kurz vorher gezeigt, eine klassische Szene aus dem Cartoon. Teeler übt oder kämpft quasi gegen diesen kleinen Druiden. Ja, die kommt ja im Cartoon vor. Ja, man sieht ja auch hier Eternos, der Hof, anhand der rosa-pinken Mauer, so wie es sich gehört. Ja, das hätte ich wahnsinnig gerne als Playset gehabt. Ja, wen habe ich noch nicht? Ja, Trapjaw, Stratos und Merman. Ja, keine Ahnung, ja, irgendwie, ich komme da nicht wirklich dazu. Ich hoffe, ich verpasse nicht. Ich finde auch, dass die wahnsinnig geil ausschauen auf der Karte. Ich finde auch die Karte, ich liebe diesen, also ich liebe ja die Classics, ja. Es gibt keine besseren, also ja, sicher gibt es bessere, aber ich finde die Classics bis auf die Größe halt, hätte ich sie gerne weitergesammelt. Aber diese Karte und der Filmation-Look, ja, Grayskull, dieser, ja, das war einfach, also mich hat das als Kind wahnsinnig eingefangen und ich finde es noch immer sehr schön, auch wenn man es natürlich heute teilweise nur mehr schwierig anschauen kann. Ja, aber genug der ganzen unnötigen Worte. Wir gehen jetzt ja total professionell zur Sache, nämlich ich versuche wieder einarmige Bandit. Ja, ein Unboxing-Video oder Extraklasse startet hier. Ja, wow, mit Stanley-Messer, mit Hingabe, mit Achtung an den Kopfhörern. Ja. Ich glaube, so schlecht ist es mir noch nie gelungen. Die Karte kann ich weghauen. Ja, das muss man schon sagen. Und das Comic-Häftchen zerstöre ich jetzt auch gleich. So, aber was ist auch egal, ja? Also ich mache es jetzt noch mal kurz auf, ja? Und wir sehen uns gleich wieder. Ich muss schon sagen, es ist halt mit zwei Händen viel, viel leichter, ja? Aber das, über das Video-Setup können wir ohnehin streiten. Das habe ich gestern, ja, also nur sollte ich es nicht zeitnah hochladen, diese Anleitung habe ich gestern bei Cyclone irgendwie vermisst, weil ich nicht genau gecheckt habe, wohin da welches Teil gehört. Auf das Heftchen bin ich auch mal gespannt. Time's End, ja,
Die Cover sind wahnsinnig hässlich gezeichnet, war schon beim Cyclone-Heftchen so. Innen drinnen. Ja, super. Die Geschichte für die nicht für die uneducated, ja, würde ich jetzt behaupten. Ich finde, das ist das Dümmste überhaupt, diese Idee, keine Sprechblasen zu machen. Ich meine, wie dämlich ist denn das? Ja, ist das die Höhlenmalerei? Ich meine, dann doch bitte auf Englisch oder überhaupt, ja, und keine Ahnung, ja, ist doch völlig egal, ja, was, dass ich mir dann als Käufer die Texte im Internet suchen muss, ist eigentlich ein Skandal, ja, aber so viel dazu. So, oh, Thielers Hinterteil, ja. Und zwar, gehst du da raus? Cool, cool, cool. Ja, ich finde, also eigentlich darf man die gar nicht auspacken, aber ich bin so neugierig und ich bin ja ein riesen Thieler-Fan. Thieler war meine erste Figur. Thieler und Sodek, ja, von den Masters of the Universe Vintage. Das muss irgendwann um 83, 84 gewesen sein, ja, nehme ich an. Oder vielleicht war es auch 84, 85. Ich bin jetzt schon in einem Alter, wo man sich wirklich an gar nichts mehr erinnern kann. Und ich bin verliebt. Also wäre ich nicht verheiratet, würde ich jetzt einen Antrag machen. Mhm. Ja, wir packen sie mal aus. Nein, die ist super gelungen. Ich finde die, also ich weiß nicht, ja, vielleicht bin ich auch einfach nur verrückt, ja, aber ich finde die super. Und Evelyn erscheint ja auch, leider ohne Cape. Das hat für große Aufregung gesorgt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie schwach auch, ja, muss man schon sagen. Ja. So, ich hole mir kurz meine zweite Hand, weil sonst wird das wieder eine Katastrophe. Bis gleich. Also ich sag's gleich. Ich bin hin und weg von dieser Figur. Großartig. Ich habe jetzt keine Thieler zum Vergleich bei der Hand, weil alles noch umzugsbedingt in Kisten ist oder im Keller oder verschollen oder weggeworfen oder verloren oder meine Frau hat es heimlich auf den Schrottplatz gebracht, ja, auf den Mistplatz eigentlich. Und ich glaube, ich habe einen Leistenbruch, also solltet ihr dann in nächster Zeit nichts mehr hören. Irgendwie, glaube ich, habe ich heute zu schwere Kisten getragen. Ja, ich finde sie großartig, sie ist total, mir kommt sie kleiner vor, ja, und überhaupt zierlicher und filigraner. Vielleicht sind es auch bei der, wie gesagt, das ist die erste Cartoon-Collection-Figur, die ich jetzt auspacke, darum schwierig zu sagen, aber ich finde sie super. Ich finde sie super, das Gesicht, die Bemalung, die Waffen und eben auch der kleine Druide hier, also der Übungs-, der Sparring-Partner, der kann auch die Arme bewegen, ja. Und das sind natürlich so coole kleine Gags auch, dass solche Dinge auch erscheinen, die wir aus dem Cartoon kennen und lieben. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, es dauert nicht allzu lang und ich bilde mir das alles nur ein, was ich hier habe. Dankeschön und sammelt weiter. Tschüss!